Samstag, den 12. Mai 2018, ist es endlich soweit. Und das War Requiem von Benjamin Britten wird in der Philharmonie Essen aufgeführt. Auch wenn der Chor bereits seit Oktober 2017 an dem Stück probt, fehlte vielen Sängerinnen und Sängern doch irgendwie der anfängliche Zugang. Es ist ziemlich anstrengend, weil das halt nicht so eingängige Melodien sind. Im April fand dann das erste gemeinsame Probenwochenende statt, bei dem es dann doch wohl bei dem ersten Klick machte. Ich muss sagen, vorher war ich nicht so begeistert von dem Stück, aber je länger das Probenwochenende dauert, desto mehr begeistert mich dieses Stück. Orchester kommt ja noch irgendwann und es ist schon echt Wahnsinn, mit so einem riesen Chor zu singen. Das ist schon echt ein Erlebnis. Ja, ich habe mich zu Hause schon vorbereitet, aber dann festgestellt, dass es hier in der Probe doch viel leichter ist, im Großen gemeinsam zu singen, als wenn man ganz alleine zu Hause zu einer CD singt. Auch mit dabei war Dirigent Oliver Leo Schmidt, welcher sich durchaus gut in die Lage der Studierenden hineinversetzen konnte. Ja, den Chor hier zu haben, ist ein sehr großes, gewagtes Experiment. Wir sind nahezu 150 mit dem Knabenchor Hannover und dem Dom, also dem Knaben des Essener Doms. Wir brauchten sehr lange, um in Kontakt zu kommen, weil dieses Werk erst einmal sehr sperrig ist und extrem schwierig. Aber es ist für alle eine Irrsinnsherausforderung, die mit Leib und Seele angenommen wird. Doch, so wie es meistens dann so ist, kommt irgendwann dann doch der Punkt, wo man sich selber eingesteht. Ich hätte nie gedacht, dass man da mal einen Ohrwurm von haben wird. Und auch Oliver Leo Schmidt ist sich sicher. Ich kann Ihnen nur sagen, dieses War Requiem wird ganz sicherlich ein faszinierendes Projekt werden. Ja, wir können gespannt sein und ich freue mich wahnsinnig drauf.